Komm, wir gehen nochmal Paradise. Paradise City. Where the grass is green and the girls are pretty. Ja, dann war hier neben, ne? Hier ist immer gutes Zeug, eigentlich. Scheiße. Fuck, hier sitzt nur Munition! Mann! Ehrlich jetzt. Toll. Töte den! Töte den! What? Rache! Wer hat letztendlich gewonnen hier? Hä? Wer hat hier gewonnen letztendlich? Okay, jetzt werde ich mir mal Heilung besorgen. Das war wieder Bullshit, dass bei mir genau nicht die Waffen sind. Das war wieder Bullshit. Ich bin so low. Oh, sauber, yes. Nee, 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 ich hab zu wenig Leben. Warte, ich bin One-Shot sonst. Kann hier durchkommen? Ich weiß nicht, ob das verbunden ist. Wrecked easy. Okay, jetzt haben wir gute Sachen. Nur ich habe null Attachments. Null Attachments zu haben ist irgendwie immer kacke. 30 Schuss muss reichen. Doch, warte mal. Nee, geht nicht. Oh, was eine Sackgasse. Gut zu wissen, dass man da nicht durchkommt. Muni reicht. Komm, ich gehe zum Drop. Da. Ah, ich muss so ein paar Sachen trotzdem irgendwie mitnehmen. Ich kann nicht anders. Ey, Roboter. Wieso ist Pferdefleisch so ein großes Thema? Ja, keine Ahnung, Ugi. Irgendwann wurde kurz was mit Pferdefleisch erwähnt und dann ging es auf einmal Ham. Verstehst du? Danach ging es Ham. Quasi ein Wortwitz. Quasi. Hi, Franconia. So, den werde ich da töten. Ob der schon am Drop ist?
Der wird mir auf jeden Fall zeigen, wo der Drop ist. Weil der hat ihn bestimmt besser gesehen als ich. Ich hoffe, ich darf nicht an dem vorbei. Wo bist du? Wo ist der hin? Vor allem, wo ist der Drop? Da! Ah, gut, jetzt habe ich natürlich in den Dreierhelm geschossen. Scheiße. Na egal, ein Hit in Dreierhelm ist noch zu überleben. Vor allem Gilly. Gilly, bra, bra. Ave wieder. Sauber. Nochmal eine Ave. Ach, das Scope nehme ich. Nehme ich mal mit. Den loote ich, glaube ich, auch nochmal. Sorry. Nice. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Nicht, wenn ich nicht mit der Arbe getötet habe. Yes. Da war in Ave-Schuss. Kuss. Schallgedämpft Ave-Sound ist einfach nur richtig sexy. Ist einfach nur sexy. Okay, dann hätten wir jetzt eigentlich zwei Leute zu looten hier, ne? So, ich kann mich bei diesen, nach diesem ganzen Shit... Ah, ich finde die Kiste von dem jetzt eh nicht, ey. Warte mal, ich gehe zu dem hier vorne. Ich darf nicht so mich auf diese scheiß Kisten vor allen Dingen versteifen. Gerade was über den Amazon-Link von Vanguard gekauft. Kannst du irgendwo sehen, ob das auch geklappt hat? Patrick, das kann ich theoretisch sehen. Also dann müsstest du aber sagen, was du gekauft hast. Dann kann ich gucken, ob das darüber geht. Aber es sollte eigentlich ganz normal funktioniert haben, ja. Also es funktioniert auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich. Ich sag mal danke, Patrick. Ich sag mal danke. Der hat nichts, was ich wirklich brauche. Aber ich will Energy Drinks haben, damit ich nicht so viel Zeit verschwenden muss. Äh, 1070 Ti hatte der drin und irgendwie noch sowas nicht technisches. Ob das Kleidung war, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Okay, na komm, wir gehen mal weiter. Hey, Savi. Hopp. Wupp, wupp. Rucksack, ich habe einen Dreier. Ach so, du meintest wegen dem Drop. Rucksack war bei Chris, aber nee, doch, ich glaube, der Marco hatte auch einen Rucksack. Ja, doch, doch, hatte der aber, glaube ich, auch drin. Meinte der. Meinst schon, ja. Holy moly, ist hier viel los. Kommen die denn alle her, die Leute? Das muss ein Ave-Kill werden. Einfach nur, weil ich darauf Bock habe, mit der Ave zu killen.
Oh, aus dem Haus, hä? Schon mal ein Awe in die Fresse bekommen? Hast du schon mal eine Awe in die Fresse bekommen? Es tut so weh. Gib mir eine gute Dreierweste. Ah, ich nehme 6er-Scope, dann kann ich das 8er wegtun. Das ist gut. Ich brauche immer noch ein Kompi oder einen scheiß Flashlight oder so für meine AK. Habe ich einfach immer noch nicht. Oh, hier ist was drin. Alter, diese Häusercamper, ich schwöre. Irgendwie hätte ich schon noch Bock auf eine Nade, aber ist egal. Jetzt noch den hier. So viele Schüsse waren das. Ich dachte, die wären alle oben an diesem Berg. Waren die alle hier drin? Ich will die jetzt mitnehmen, komm. Wegen 6 Schuss lohnt sich das auch nicht. Okay, nice. Dann gehen wir mal weiter. Ja, 6er-Scope ist mein Lieblingsscope von den Fernkampf-Scopes, wenn ich ehrlich bin. Also ich meine, wenn ich einen 6er-Scope finde, nehme ich meistens kein anderes mehr mit. So manchmal 4er, 8er, aber wenn ich einen 6er habe, das ist für mich ein guter Kompromiss, dann nehme ich nur das mit. Weil 6er-Scope kannst du auch noch so am Ende benutzen. Im letzten Kreis, finde ich, geht irgendwie immer noch voll klar. Ansonsten hast du ja eine Eier, ne? Was hoffe ich mir beim Loot? Weiß ich auch nicht, Cyborg. Vielleicht nochmal eine neue Dreierweste oder eine Extended Quick Draw Map. Hier, bis gerade brauchte ich noch den Kompi, ne? Cyborg habe ich erst bei der vorletzten gefunden. Aber jetzt brauche ich eigentlich nichts mehr, ja. Ach so, Cyborg, okay. Ja. Ja, eine gute Dreierweste kann immer noch einer haben, ne? Auch wenn die Chance natürlich gering ist. Bei dem einen im Haus wusste ich ja, dass der eine Einerweste hat, den ich mit der Arbeit zuerst angeschossen habe. Habe ich die eigentlich schon... ja. Aber am Ende stirbt man dann, weil man nichts braucht, ne? Eigentlich ist das immer doof zu looten, wenn man nichts mehr braucht. Aug oder Grosser? Ja, wenn ihr welche hätten. Aber das siehst du da meistens schon am Gear. Aug oder Grosser wäre auf jeden Fall noch gut. Könnte man switchen zu. Also eine Aug würde ich nicht mehr zu switchen, weil einfach... Ich habe gar keine Muni und so. Das wäre mir zu viel geswitche. Auch wenn die gut ist. Grosser würde ich wahrscheinlich machen. Aber wenn ich kein Schalli habe. Aber Grosser ist an sich schon sexy. Warum spielt eigentlich Vanguard mit dir keine Duos? Weil ich ihn hasse? Wow, stimmt gar nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Cyborg schon mal gefragt habe und der Nein gesagt hat. Also ich hätte kein Problem mit Cyborg Duos zu zocken. Opala, opala, opala. Ich bin kein Entertainer, es kennt Quani und Co. besser. Ach ja. Guck mal, Spoon ist auch kein Entertainer. Die Position ist sah nicht. Ja, ich muss da leider weg, die ist außerhalb. Aber ich dachte, vielleicht sehe ich ja jemanden ankommen. Safe Space. Warte mal, ja, ich hab einen Gegner. Toll, toll, super toll. Schön toll. 15 Monate dabei. Holy moly. Templeton, vielen Dank für deinen Support die ganze Zeit. Templeton, glaubst du wohl, ne? Oh, C2 sogar hier. Double Fist, Mann. Vielen, vielen Dank für deinen Support, Runi, Templetoni. Danke für deinen Support hier die ganze Zeit.
Holy moly. Hey, Schnitzel. Wengard und Cybot-Duo. Ja, ne? Müssen wir mal schauen. Müssten wir mal schauen. Ich meine, ich weiß halt nicht. Es haben halt nicht alle Leute Lust, in einem Stream dabei zu sein, ne? Under pressure. Bam, 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 bam. Bum, 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 bum. Pressure. Crushing down on me. Wengard ist auch kein Entertainer. Birne, du bist seit Wochen eigentlich durchgängig im Stream. Die Frage ist, wieso halte ich dich? Wieso halte ich dich hier, dass du die ganze Zeit hier bist und sogar im Chat aktiv? Wahrscheinlich, weil ich sehr, sehr imposant auf dich wirke. Und das ist Charisma, das ist Entertainment und das ist Präsenz. Vor allen Dingen Präsenz. The Nut. Er meinte wahrscheinlich sein kleines Köpfchen, was nicht mehr da ist. QID, sage ich dazu nur. QID. Seit 3 Tagen? Ja. Aber du bist doch durchgängig da. Oder nicht? Und du schreibst viel in den Chat. Also, es kann nicht langweilig für dich sein. Oder? Sonst würde das ja keinen Sinn machen. Verstehst du? QID. Lakalialo. Weil wie lange jetzt jeder einzelne hier ist, weiß ich natürlich nicht, aber. Vielleicht ist es auch nur Hass und er versucht dich fertig zu machen, weil er selbst nicht glücklich ist. Oh. Du meinst so, als wäre das einfach ein Troll-Account, so wie von vielen anderen? So Tobiasse oder so? Meinst du das wirklich? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, Rolli. Rolli, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Als ob das ein weiterer dieser Accounts ist. Von derselben Person. Ich bitte dich. Komm schon. Komm schon. Als ob das so ein Tobias wäre. Komm, ich booste mich ab jetzt mal ganz hoch. Selber spielt sich eben warm, ja. Der ist gleich bereit für Duos. Ne, ich hab dem Whitey ehrlich gesagt geradezu gesagt. Der hat vorhin gefragt. Ich meine, ich könnte mit Cybot Duos machen. Cybot hat einige Mayhem-Coins. Was bedeutet, der ist halt nicht so ganz schlecht, ne? Mayhem-Coins kriegen natürlich kriegt nur die Elite. Wow! Wo war der? Scheiße, ich will keinen Harvey-Shot kriegen, Mann. So gar nicht. Irgendwo hier oben. Achso, meint er, war eine M24. Boah, ich weiß bei M24 und aber, wenn die Char gedämpft nicht sind, weiß ich das nicht. Aber der würde mir schon den Dreierhelm wegschießen. Ist auch ungut. Mann.
Ich weiß, dass der da ist, aber ich sehe den nicht. Ich höre es einfach mal, dass der nicht so richtig gut hittet. Hier, die Häuser sind auch gefährlich, da kann man durchschießen. Ach, dieses scheiß Motorrad, Alter. Oh, ich bin tot. Hey, ein neuer Eumel. Willkommen. Replika, vielen, vielen Dank für deinen Sub, mein Freund. Möge die Eumel fürs dich hüten. Danke, Replika. Willkommen bei den Eumeln. Oh, der letzte. Nur noch einer. Vielen, vielen Dank, Replika. Vielen, vielen Dank. Ich könnte immer noch durch unten durch abgeschossen werden. Das ist natürlich blöd. Wir müssen ein bisschen erhöht stehen, wie hier. Habe ich die Nails in der Hand? Ja. Wenn ich den da gesehen hätte, wäre das schön gewesen. Ich weiß nicht, wo der Typ ist, Mann. Da, oder? Der lässt sich von meiner AW hitten und stirbt an der Zone. jetzt hat er mir quasi einen Kill geklaut, ne? Was ein Grottenolm. Who is the man? Bam! Bam!